Und mit Ausblick auf das geheime Grab begrüße ich euch hiermit zum nächsten Part von Shantae and the Pirate's Curse. Na denn, wir werden jetzt die letzte Insel besuchen, nachdem wir im letzten Part alle sammelbaren Gegenstände eingesammelt haben. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Was ist so lustig? Du machst mir Angst. Diese Schutzgenies haben aber echt ein Ding mit ihm gedreht. Irgendwo im Nirgendwo. Perfekt versteckt vor neugierigen Augen. Hier gibt es sogar eine Art magnetische Anomalie, die den Kompass verwirrt. Es war fast perfekt. Fast. Gut, er weiß wahrscheinlich, dass wir hier sind. Ich werde ein paar Sätze mit dem Kapitän sprechen müssen. Danach legen wir diesen Ort mit Sprengstoff aus und jagen ihn in die Luft. Kann er uns wirklich hören? Keine Angst, nicht mehr. Oh. Wie auch immer. Wenn irgendwas schiefgehen sollte, möchte ich, dass du die gesamte restliche dunkle Magie einsammelst und sie zerstörst, verstanden? Hä? Aber Risky, hast du nicht gesagt? Das ist ein Befehl! Ah, verstanden. Gut. Ich bereite ein paar Pulverfässer vor, um dem Pirate Master endgültig den Garaus zu machen. Verlauf dich nicht. Muss ich irgendetwas Bestimmtes machen, um die dunkle Magie zu zerstören? Ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt zwar die gesamte dunkle Magie gesammelt und die ganzen Tintenfische, aber... sammle alle 20 von ihnen. Von verfluchten Cacklebats. Stimmt, Cacklebats hießen die. Okay, Momentchen. Ich werde noch mal ganz kurz nach Scuttletown zurückkehren und mal mit dem Onkel sprechen. Wenn einer eine Möglichkeit hat, die dunkle Magie zu zerstören, dann ist er es. Nope. Nee, leider nicht. Okay. Hätte ja sein können. Also die gesamte Magie haben wir ja bereits. Die Frage ist nur, ich weiß überhaupt nicht, wie ich die zerstören soll. Uiuiui. Ist echt nur der eine Screen? Krass. Da ist es. Still wie ein Grab. Ohne die dunkle Magie, von der er Macht gewinnen kann, ist er im unendlichen Abgrund verschwunden. Eigentlich schade. Ich meine, was ist schon ein Sieg wert, wenn man ihn nicht ins Gesicht des Gegners reiben kann? Oh. Was war das? Wow, Alter. Ist klar. Alter. Ein Wesen aus Schleim, geistlichem Ektoplasma und Knochen. Geil. Naja, ich wollte die Nacht eh nicht mehr schlafen. Passt schon. So, so, du hast es also trotz allem geschafft, zurückzukehren. Aua, er ist kein Mensch. Risky Boots, wie kannst du es wagen, mich zu hintergehen? Du bist nichts weiter als ein Schatten. Ich nehme keine Befehle mehr von dir entgegen. Du hast zugeschaut, wie ich im Kampf gefallen bin und hast nichts getan. Du hast mein Schiff und meine Besatzung gestohlen. Und jetzt zerstörst du meine Agenten und störst den Fluss der dunklen Magie. Das habe ich tatsächlich. Dafür wirst du bezahlen. Kein Grund, sich so aufzuregen, Kapitän. Siehst du dieses Mädchen? Sie ist der Nachkomme derer, die dich eingesperrt haben. Ja, genau. Treib ihn auch noch in meine Richtung. Die Genies sind der wahre Feind. Nimm sie und wir sind quitt. Alter. Ernsthaft? Du verdammte, in den Rücken stechende... Oh, ich fass es nicht. Das kann warten. Du bist es, die ich will. Du wirst für deine Untreue bezahlen. Ich habe genug von deinen verdammten Befehlen. Deine Zeit ist vorbei. Geh zurück ins Grab, wo du hingehörst. Na, du gehörst mir. Alter. Risky! Was ist das? Du wagst es, mein Gesicht wie eine Art Trophäe zu tragen. Gib mir das. Zuerst werde ich den Palast erobern. Und dann, wenn meine Kraft zurück ist,
werdet ihr Zeuge des Endes eurer Welt. Krass, der hat sich immer mehr in sein wahres Selbst zurückverwandelt, wie es aussieht. Oh nein, ich muss die anderen warnen. Aber was hatte Risky gesagt? Ich sollte zuerst alle dunkle Magie finden, aber was würde das bringen? Tja, was auch immer es bringt. Dampfbetriebener Ozean Tinkertap Mark II. Sieht so aus, als wären nur noch du und ich übrig. Mal schauen, ob ich das Zeug zu einem echten Piraten habe. Da ist das Kopftuch wieder. Nice. An Bord, ihr Landratten. Es ist Zeit, die Planke auszutauschen. Ankerlichten. Oder es geht los mit Y. Ja. Hiss die Hauptfegel. Ruder nach Bordsteuer. Oh Gott. Ei, Captain. Sie hätte jetzt Captain Ei sagen müssen oder so. Keine Ahnung. Oh, jetzt ist auch tatsächlich die Risky nicht mehr vorne dran. Oh, und über Scuttletown hat sich eine dunkle Wolke gelegt. Krass. Na dann. Oh. Alter. Ist keine Sau mehr hier? Ist voll die traurige Musik, ey. Krass. So. Nach der Stimme des Pirate Masters musste ich erstmal meinen Hals säubern. Alter. Das ging richtig in den Hals rein. Ich habe das Gefühl, mir ist der halbe Hals abgebrannt. Oh Gott. Ja, oh nein. Nicht euer Ernst. Ja. Es ist auch noch verdammt dunkel hier. Ich glaube es gerade echt nicht. Heiß Speichergeil. Eieieiei. Jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, ein bisschen beeilen, oder? Ah, Alter. Let's go. Durch den Felsen. Aber die Musik ist schon ziemlich badass. Pirate Masters Palast. Oh, oh Mann. Eieieiei. Oioioi. Kann ich mit denen reden? Nee. Ja, hat die alle fertig gemacht. Shit. Ah, ich hatte gehofft, hier wäre noch ein weiterer Speichertyp. Oh. Jetzt bin ich in der Lage, mit der Kanone hier hochzukommen. Oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Hoppala. Ups. Okay. So. So. Okay. Nein! Dammit. Alter. Dammit. Ach, komm, reiß dich zusammen, ey. Okay. Verdammt! Ist das streng, das Spiel gerade. Verdammt! Okay, okay. Okay. Das sieht gut aus. Nein! Verdammt! Alter, ey. Das ist ja echt unfassbar. Nein! Ja, zum Glück habe ich mir Autotränke en masse besorgt. Okay. 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 Boah. Geschafft. Was ein harter Raum. Ich fass es nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das verlangt ja jetzt gerade extreme Perfektion und Genauigkeit. Nichts Schlimmes. Es ist, scheint ja sowieso das letzte Level zu sein.
Oh. Okay. Da muss ich jetzt aufpassen. Höp. 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 Wow, 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 wow. Okay. Boah, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Dammit! Verdammt. Eieieiei. Verdammt. Das ist jetzt gerade echt hart. Aber wir haben ja zum Glück genug Zeit. Jawohl. Sehr gut. Auf die Weise kann man das ziemlich gut timen. Timen. Zack. 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 What? Wie soll ich das denn sonst bitte hinkriegen? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, vielleicht nach oben? Ah, okay. Bin ich jetzt auch nur drauf gekommen, weil die Decke nach oben hin offen war. Okay. Was bringt mir das? Für den Fall, dass ich runterfalle? Hm. Könnte ja sein, so eine Art kleiner Checkpoint. Oh Gott, Alter, an einem Auge hängt das fest. Und das Spiel soll für Kinder sein? Super. Gut zu wissen, schätze ich. Ach du liebe Zeit. Oh. Okay, hier muss ich, glaube ich, die Attacke. Boah, Alter. Okay. Schon wieder eine. Alter. Okay. Das wird heftig. What? Oh, Moment. Kann ich zufällig über die Stacheln laufen? Moment. Ich probiere das mal ganz kurz aus, ob ich über die Stacheln laufen kann, während ich diese Attacke benutze. Ja, tatsächlich. Oh, okay. Ja. Oh, oh shit. Okay, da darf ich gar nicht springen. Alles klar. Ich dachte, ich müsste komplett über die gesamten... Aha. Okay. Also dann, beim ersten Mal springen, nicht springen. Springen, 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 nicht springen. Nein! Oh! Goddammit! Wenn ich da schon springe, dann sollte ich auf jeden Fall noch die Kanonenkugel dazu benutzen, damit ich wenigstens nicht von den Stacheln getroffen werde. So. Hier oben bin ich vielleicht etwas sicherer. Hua! Dammit! Ich dachte, da könnte ich auch oben drüber. Ah. Da habe ich zu spät eingesetzt. Bin ich zu spät gesprungen. Okay. Okay. Nicht springen. Hep. Hep. Boah. Alter. Oh nein. Verdammt. Oh, ist das hart. Das letzte Level. Ich hoffe... Wir müssen das jetzt nicht jedes Mal ein... Ich hoffe, ich muss das nicht jedes Mal aufs Neue machen, wenn ich den Boss herausfordern will. Das wird ja gerade dann ziemlich nervig, wenn ich ihn schaffen möchte, ohne Schaden zu machen, Alter. Ernsthaft, ein perfekter Sprung in den Tod. Och Mann, ey. Ich bin viel zu großzügig mit dem Sprungbutton. Ernsthaft. So, jetzt werde ich wieder runter... Okay, okay. Nicht springen. Geschafft! Alter Vater! Bitte sag mir, dass es das jetzt gewesen ist. Ich habe langsam schon fast keinen Bock mehr. Boah, unfassbar.
Oh je. Lass mich raten, hier muss ich auch sprinten. Alter. Okay. Ich versuch's erstmal ohne sprinten, weil ich habe das Gefühl, mit sprinten wäre das hier jetzt gerade viel zu heftig. Ah, Alter. Okay. Okay. Das klingt aber, das wirkt noch einigermaßen machbar. Okay. Ah. Da habe ich zu lange losgelassen. Damn it. Ach, das ist nicht euer Ernst. Boah. Pixelgenau muss man hier sein. Wow. Okay, okay, okay. Okay. Yes! Okay. Oh Gott. Oh nein. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach, come on. Nein, ich muss ganz von... Ach, komm schon. Ach, ist das gemein. Ist das gemein. Nein. Nein! Oh, wie viele Autotränke habe ich denn überhaupt noch? 3 Stück. Ich habe nur noch 3. Das ist unglaublich, wie schnell die hier drauf gehen. Ich habe gleich keine mehr für den Bosskampf. Okay, erste Hälfte scheinbar geschafft. Ganz ruhig, in aller Ruhe. Becker, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Vor allen Dingen, da die 20 Minuten in dem Part noch längst nicht erreicht sind. Wenn man bedenkt, dass ich die ganzen krassen Fails größtenteils rausschneiden werde. Okay. Einfach nur die ganze Zeit R2 spammen, wenn ich an den... Nein! Nein, da war das Ende. Da war das Ende. Oh Gott. Verflixt, na, zu spät. Ah, da ist das Ende doch schon gewesen. Ich glaub's nicht. Verflixt und zugenäht. Was? Komm schon. Das fand ich jetzt ein bisschen zu krass von dem Spiel. Also den Tod, den fand ich jetzt ein bisschen zu streng vom Spiel. Da hätte mir das Spiel ein bisschen Spielraum lassen können, genau wie hier. Verdammt. Nur weil Shantae mit ihren Haaren ein bisschen an den Stacheln kratzt, heißt das noch lange nicht, dass sie direkt stirbt. Okay. Okay. Ja. Gut. Okay. Okay. Gut. Okay. Gut. Nein, 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 nein. So. Oh. Alter, bitte Speicherpunkt. Oder das. Ernsthaft, was sind das für Dinger? Ich hoffe ernsthaft, dass sie in der Lage sind, mir das zu ersparen. Und ich hoffe, dass oben ein Speicherguy ist, mit dessen Hilfe ich schon mal speichern kann. Dann kann ich gleich überprüfen, ob ich diese Räume alle nochmal machen muss. Was? Es kommt noch mehr. Nein! Okay, das ist der Tricky. Das ist die tricky Sache da dran, ich merke schon. Man darf hier die Bombe gar nicht einsetzen, beziehungsweise die Kanone. Ja, super. Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe mich hier gerade ein kleines bisschen... Hey! Okay. Verdammt. Ich glaube, ich resette den Raum lieber nochmal. Ich habe das Gefühl, ich habe da hinten ein kleines bisschen Scheiße gebaut. Mist. Jetzt muss ich viel mehr mit Riskys Hut arbeiten. Ich merke schon. Okay. Jawohl, das ist doch schon mal eine deutlich bessere Position. Verdammt. Den mache ich auch schon mal weg, damit ich leichter hier weiterkomme. Was nett ist, dass sie es einem wenigstens, dass hier die ganzen anderen... Moment. Jawohl. Okay, den Felsen habe ich wenigstens auch schon weg. Das ist doch schon mal was. Okay, den mache ich dann auch weg. Dammit! Hat nicht so gut geklappt, wie ich mir gedacht habe. Okay. Verflixt. Ich muss das jetzt perfekt hinkriegen an der Stelle. Ich merk schon. Ich muss jetzt... Oh, na, Alter. Das war jetzt der dümmste Tod in dem Raum. Mit Abstand. So. Okay. Das war ja schon traurig, wie ich angefangen habe. Okay. Och, Chante! Mensch! Sei doch nicht so fies. Ja! So. Okay. Jawohl. Jawohl. Ach du Scheiße. Nein! Oh nö. Okay, das ist jetzt ganz besonders blöd. Weil ich jetzt den einzigen Felsen dort zerstört habe, der mir hätte Halt geben können. Ah, so geht's auch. Okay, sehr gut. Nein! Okay, also ein Kanonensprung ist da doch Pflicht. Okay, ich taste mich langsam aber sicher hier ran, Leute. Nein! Goddammit. Langsam aber sicher rantasten. Och, ach, das war ein dummer Sprung. Ernsthaft? Och, Mann! Immer drücke ich die falsche Taste. Das ist unglaublich. Also ich reg mich jetzt hier größtenteils über mich selbst auf. Nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Ernsthaft? Okay, die oberen Felsen muss ich auch noch erledigen. Ja, super. Die Frage ist, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ich habe gerade eine denkbar ungünstige Position geschaffen, in der ich... Ah, okay. Sehr gut. Oh. Oh. Okay. Ja. Okay. Das ist jetzt leicht blöd. Okay. Jawohl. Okay, okay. Oh, alter Vater. Himmelarsch und Zwirn, ey. Unglaublich. Kommt noch so eine Sequenz? Denn so langsam bin ich am Ende meiner Nerven, ehrlich gesagt. Alter.
Joi! Alter. Boah. Okay, das war jetzt vergleichsweise einfach. Also dieser Turm, der ist schon gerade verdammt gruselig, muss ich sagen. Überall so diese Fleischklumpen und die Mäuler. You know, for kids. Wie zur Hölle bist du hierher gekommen? Verrat mir das. Musstest du auch den ganzen Scheiß machen oder hast du hier ein VIP-Ticket? Egal. Ich werde jetzt erstmal abspeichern und gucken, ob ich in der Lage bin, überhaupt zurückzukommen und meine ganzen Ressourcen aufzufrischen. Gerade die Autotränke. Oh, okay, ganz ehrlich, egal wie viele Fails ich jetzt rausgeschnitten haben mag, ich werde den Part jetzt trotzdem für beendet erklären, auch wenn er unter 20 Minuten lang ist, denn ich habe das Gefühl, jetzt gleich steht uns das große Finale von Shantae Pirates Curse bevor. Und deshalb werde ich definitiv mir das Finale komplett als letzten Part aufheben. Na dann, vielen lieben Dank an alle meine Abonnenten, an sowohl an die ersten 30 als auch an die, die danach eingetrudelt sind. Recht herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auch zum letzten Part von Shantae and the Pirate's Curse, wo wir wohl den Pirate Master ordentlich vermöbeln werden und unsere Erzrivalin aus seinen Fängen befreien werden. Tja, Ironie des Schicksals, kann man sagen. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!